Ich hatte dieser Tage ein Gespräch mit einer Freundin und es war sehr, sehr interessant. Ja, sie wollte eigentlich etwas unternehmen. Sie hatte super gute Laune und sie sagte: Claudia, lass uns etwas unternehmen. Ich habe Lust, was Schönes zu tun, irgendwo hinzugehen, was Tolles zu machen. Gut, und sie kam und dann haben wir überlegt. Und dann haben wir gesagt: Ja, wir fahren in die Stadt, wir könnten etwas essen, wir könnten irgendwo dann ein Eis essen. Und dann haben wir so hin und her geredet und hin und her geredet. Und dann meinte sie: Ja, aber wenn wir in die Stadt fahren, dann müssen wir wieder so viel Parkgebühren bezahlen. Und wir müssen da ja auch hinfahren. Maastricht war die Überlegung. Wir müssen da hinfahren, das kostet so viel Benzin und dann müssen wir Parken bezahlen. Klar, teilen wir uns. Aber das war ihre Überlegung. Und sie meinte dann: Ja, und es ist doch so teuer und die Getränke sind jetzt so teuer geworden. Es kostet schon überall inzwischen ein Getränk 4 Euro. Muss man sich mal vorstellen. Das sind 8 D-Mark für eine Cola oder ein, weiß ich nicht, ein Sprite oder auch für einen Kaffee. 8 D-Mark. Irre, ne? Hätten wir uns vor Jahren nicht vorstellen können, die Älteren unter uns. Umgerechnet in Gulden sind es sogar 9 Gulden. 9 Gulden, 8 D-Mark für ein Getränk auf einer Terrasse. Ja. Mehr als verdoppelt, mehr als verdoppelt. Denn ich kenne noch Zeiten, da bekam man noch für ein Gulden 50 ein Getränk auf der Terrasse. Ja, schon ein paar Jahre her. Gut, das beiseite. Sie wollte das machen und dann haben wir überlegt, ja, aber dann werden wir sicher jeder von uns mindestens 15 Euro ausgeben müssen. Also mit Benzin, mit Parken, ne? 2, 3 Stündchen, 1 Stunde parken, kostet fast 4 Euro. Ne? Da sind wir schnell bei 3, 4 Stündchen bei 20 Euro. Das Geld fürs Parken, das Geld fürs Benzin, das Geld für die Getränke. Wir lassen es sein. Wir bleiben im Garten. Und ich fand es schön. Und wir haben etwas getrunken und plötzlich sagt sie zu mir: Ich habe so ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ich habe so ein komisches Gefühl im Bauch. Und dann sind wir das auf den Grund gegangen. Wo kommt das plötzlich her? Gerade ging es dir super gut, du hattest unheimlich gute Laune und plötzlich hast du so ein komisches Gefühl im Bauch. Und sie sagt: Ja, das Gefühl, dass wir eigentlich in die Stadt wollten, haben wir es doch nicht gemacht und irgendwie, dass ich da vielleicht auch gar kein Geld für habe, das ist ein komisches Gefühl. Und dann habe ich ihr gesagt: Gut, das komische Gefühl, das ist deine Seele. Vielleicht ist es auch von außen die Stimme, die sagt: Deine Seele muss jetzt unglücklich sein, denn du hast nicht das gemacht, was du eigentlich wolltest. Dein Ego wollte in die Stadt. Du hast dich richtig schön angezogen. Du wolltest das zeigen. Du wolltest dich zeigen. Du wolltest unter Menschen sein. Und wir haben darüber gesprochen, über diese Situation. Und sie sagt mir: Ja, das stimmt. Ich gehe oft in die Stadt, wenn ich mich schlecht fühle. Wenn ich schlechte Laune habe und wenn ich mich schlecht fühle, dann ziehe ich mich schick an. Und dann gehe ich in die Stadt. Und dann setze ich mich irgendwo hin und schaue mir die Leute an und hoffe auch, dass jemand sich mit mir unterhält oder ich fange eine Unterhaltung an mit wildfremden Menschen. Wir suchen die Kommunikation. Der Mensch braucht die Kommunikation. Aber wir haben die Verbindung verloren zu uns. Viele Menschen, nicht alle. Aber auch das ist Teil der Situation, in der wir uns befinden. Freiwillig begeben wir uns in eine Betonwüste, voller Beton. Aachen, die Innenstadt. Das ist, und das ist meine ganz persönliche Meinung, für mich gar keine schöne Innenstadt mehr. Maastricht ist anders. Da ist es irgendwie gemütlicher, weil da viele kleine Gassen sind und weil es da auch noch ein bisschen voller sind und noch mehr, ja, so schöne Gastronomie, die natürlich Geld kostet. Aber warum gehe ich in eine Stadt, wenn ich auf dem Land lebe? Warum gehe ich in eine Betonwüste, gerade dann, wenn ich mich schlecht fühle? Es ist natürlich die Flucht. Es ist die Flucht vor meiner inneren Stimme. Es ist die Flucht, sich mit mir auseinandersetzen zu müssen. Woher kommt diese Stimme? Was will diese Stimme mir gerade sagen? Es ist die Flucht. Wir flüchten. Wir sind die Weltmeister im Flüchten, auch ich. Ich bin aufgewachsen auf dem Land und mein Wunsch war es, so schnell wie möglich in die Stadt zu ziehen.
Und ich habe dann in München studiert, das wissen die meisten Zuschauer. Ich habe dann in München gelebt und München ist ja keine echte Stadt. München ist ja mehr ein Dorf, sagt man. München ist grün, da gibt es viele verschiedene Viertel, die alle ihren eigenen Kern haben, noch so wie München gewachsen ist. München ist keine wirkliche Stadt. Da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich liebe München. Und dann musste ich beruflich von München nach Frankfurt ziehen. Und Frankfurt, eigentlich wäre das ja mein Traum gewesen, ne? Frankfurt gilt als das New York von Deutschland. Viele Hochhäuser, große Häuser, Betonwüsten. Wow. Aber ich war verloren in dieser Stadt. Ich wollte dort so schnell wie möglich weg. Es war kein Leben, es war keine Seele in diesem Beton. Ich habe die Seele des Betons gesucht. Ich habe sie vermisst, ich habe sie nicht gefunden. Und auch mit den Menschen dort. Nicht gegen die Menschen in Frankfurt. Wunderbare Menschen. Aber da ist nicht so diese Verbindung entstanden, dass ich sagen kann, da war jemand, wo, ja, wo eine ganz tiefe Freundschaft entstanden ist, nicht in der Stadt. Und dann bin ich umgezogen von Köln, nach Köln, von Frankfurt nach Köln und dann zurück aufs Dorf. Und ich habe das Dorf gesucht, ich habe das Dorf wieder gesucht. Es war auch für mich ein Weg. Es war tatsächlich eine Flucht. Eine Flucht in etwas, damit ich mich nicht mit meiner inneren Stimme auseinandersetzen muss. Und die innere Stimme hat sich gerade dann im Beton, in der Betonwüste gemeldet und gesagt, das hier ist nichts für dich. Aber ich wollte es so gerne. Ich habe es gesehen in Filmen, wie meine Freundin, die auch in die Betonwüste flüchtet, in die Stadt. Wenn sie sich schlecht fühlt, wenn diese komische Stimme sich meldet, sagt sie, komm, lass uns in die Stadt gehen. Denn dann geht diese innere Stimme weg. Dann gibt es Ablenkung. Nicht die Lenkung, sondern die Ablenkung. Die Reaktion auf diese Stimme. Die Stimme hat natürlich einen Sinn, klar. Aber statt sich damit auseinanderzusetzen, und das geht vielen Menschen so, flüchtet man in die Betonwüste. Als junger Mensch ist es etwas anderes. Auch ich, wie gesagt, auf dem Dorf aufgewachsen. Wenn ich Urlaub hatte, mit dem Zug noch teilweise, aber teilweise auch mit dem Flugzeug nachher, mit dem Vater meiner Kinder. Wir sind überall hingeflogen in die Städte. Städte sind toll. Wir fanden Städte toll, weil wir es nicht hatten. Hamburg, Amsterdam, Paris, London, Lissabon, Barcelona, Rom. Hauptsache Stadt. Und sich irgendeine Sehenswürdigkeit anschauen. Ein Museum, ein paar Kirchen. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass mich die Kirchen und die Museen gar nicht interessieren. Ja, Museen, manchmal gibt es ein paar schöne Kunstwerke. Aber eigentlich interessiert mich die Natur. Eigentlich interessiere ich mich für den kleinen Dorfplatz mit den wunderschönen Bäumen, mit den Vögeln, die man dort hört, mit den Leuten, die anders gekleidet sind, sich anders bewegen. Für die Ruhe. Für die Verbindung mit der Natur, für die Verbindung mit dem Planeten. Das ist das, auf was es ankommt. Manchmal braucht es Zeit, ehe man das erkennt. Weil, wie gesagt, junge Leute, die lassen sich auch gerne beeinflussen. Die haben nicht Einfluss, nein, sie lassen sich beeinflussen. Sie schauen Filme, andere junge Menschen posten bei Instagram. Wow, ich bin in New York, ich bin in London. London ist für mich, ganz ehrlich, eine der schlimmsten Städte. Ja, einige werden sagen jetzt, nein, 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 London ist ganz toll. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es auch nicht toll, wenn Restaurants hinter ganz normalen Türen verborgen sind. Ich liebe es, wenn man die Stühlchen draußen stehen hat. Auch das gibt es in New York nicht so oft. Wenn die Stühle draußen stehen, wenn man reingucken kann, zum Beispiel wie in Antwerpen, da ist das ganz süß, da sind überall die Stühlchen auf der Straße oder in Maastricht. Die kleineren Städte, die Natur, die Verbindung mit den Menschen, nicht die Betonwüsten, wo die teuren Restaurants dann hinter einer großen, schweren, goldenen Eingangstür versteckt sind mit einem Butler oder einem Türsteher, der einem die Tür aufhält, wo man schon gar nicht weiß, kann ich da überhaupt reingehen? Was kostet es? Muss man vorher im Internet gucken, weil man nicht weiß, ob man sich das leisten kann. Spontan reingehen wäre für mich auch keine Option, weil ich nicht wüsste, was da auf mich zukommt.
Ja, natürlich. Ich brauche da keine Angst haben. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Dinge, wo man sich vorbereitet. Auch wenn man in einer Stadt ist. Betonwüsten. Wir flüchten, viele von uns, wenn die innere Unruhe kommt, diese innere Unruhe, dann flüchten wir in die Betonwüste. Weg von der Natur, weg von unserer Seele. In die Betonwüste, um uns dort in Betonläden überfüllt mit preiswertem Kram reinzuflüchten oder um uns dahin zu setzen. Und glauben Sie mir, in der Betonwüste, wenn man dort zwischen vielen anderen Menschen ist, fühlt man sich tatsächlich wesentlich einsamer als in der Natur.